willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute geht es mal wieder um das schöne Thema Backen. Wie ihr wisst, backe ich ja sehr, sehr gerne. Ich bin eine leidenschaftliche Bäckerin und Kuchenesserin. Und ich möchte heute aber keinen Kuchen backen, sondern euch einfach mal zeigen, was ich so an Zutaten, Utensilien immer so zu Hause auf Vorrat da habe. Wie ihr wisst, backe ich ja immer etwas gesünder und eigentlich so gut wie immer auch vegan. Deswegen werdet ihr jetzt hier keine Milch, Eier oder Butter finden. Für alle, die immer fragen, ich bin selbst nicht vegan. Ich finde einfach das vegane Backen super interessant. Mir macht das total viel Spaß. Ich finde es extrem lecker. Und deswegen sind meine Rezepte eigentlich auch immer vegan. Ich habe hier einfach mal so ein bisschen was aufgebaut, was ich eigentlich ja immer so zu Hause habe. An Mehlen, an Nüssen, an ja, allen möglichen anderen Zutaten. Natürlich bin ich vielleicht da eher so der Extremfall, weil ich extrem viele Sachen zu Hause habe. Ich gehe jetzt nicht davon aus, dass ihr alle so einen Vorratsschrank habt. Aber wenn man so ein paar Sachen davon immer mal zu Hause hat, dann kann man da auf jeden Fall immer ganz gut was draus zaubern. Und ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Ich kann ja so kleine Kategorien machen. Ich fange einfach mal an mit Nüssen. Nüsse habe ich immer zu Hause. Generell so zum Snacken sind Nüsse super und zum Backen auch. Sie sind total vielfältig, sind super gesund, viele gesunde Fette drin. Man kann sie als ganze Nüsse verarbeiten, als Mehl, als Nussmus und geben jedem Kuchen einfach einen total guten Geschmack und deswegen sind in fast allen meinen Rezepten auch irgendwo immer Nüsse dabei. Und was ich da immer so da habe, sind auf jeden Fall Mandeln. Ich glaube, Mandeln sind meine Lieblingsnüsse zusammen mit Walnüssen. Dann super interessant zum Backen und auch zum Kochen sind Cashewkerne. Aus Cashewkernen kann man tolle Rawcakes und Cheesecakes machen, aber zum Beispiel beim Kochen auch tolle Soßen, Käsesoßen, also da sind Cashewkerne echt ja, super vielseitig. Wenn man die ein bisschen einweicht, kann man die toll pürieren. Und was auch immer toll ist zum Backen für alle, die vor allem auf Nutella stehen und den Geschmack von Nutella mögen, sind Haselnüsse. Daraus habe ich ja zum Beispiel neulich auch diese leckeren Nutella-Cookies gemacht. Wenn ihr das Rezept dazu haben wollt, guckt mal in die Infobox, da verlinke ich euch das Video. Und das Ganze kann man natürlich, wie gesagt, auch in Mousseform haben. Das kann man natürlich auch selber machen. Es ist aber meistens ein bisschen praktischer, wenn man es schon fertig da hat, dann geht das Ganze ein bisschen schneller. Und deswegen habe ich meistens auch immer ein Glas Mandelmus, ein Glas Cashewmus und für meine Nutella-Cookies dann auch das fertige Haselnussmus, wenn man zu faul ist, sie selber zu machen. Und was vielleicht noch gar nicht so bekannt ist bei vielen, ist Tahin. Tahin ist Sesammus, also gemahlene Sesamkörner, hat einen super interessanten und leckeren Geschmack und daraus lassen sich halt auch ganz toll Brownies machen oder Cookies. Habe ich zum Beispiel auch in meinem Cookies-Video verwendet, könnt ihr da gerne auch nochmal reinschauen. Und es ist nicht jedermanns Sache, es hat einen ja schon etwas würzigeren Geschmack. Ich kann es ganz schwer beschreiben so, aber zum Backen für die Konsistenz super lecker. Dann mache ich mal weiter mit Mehlsorten. Was ich auf jeden Fall immer da habe, ist Dinkelmehl oder jetzt hier zum Beispiel Dinkelvollkornmehl oder einfach nur Vollkornmehl. Ich finde den Geschmack von Vollkornmehl mittlerweile einfach viel, viel leckerer und intensiver als von Weizenmehl. Und ja, Vollkornmehl hat im Gegensatz zu Weizenmehl einfach noch die ganzen Nährstoffe und Vitamine enthalten, weil es halt aus dem kompletten Korn besteht und deswegen habe ich eigentlich immer Vollkornmehl zu Hause. Dann bin ich mittlerweile auch ein großer Fan von Buchweizenmehl geworden. Für glutenfreie Backen, eine super Alternative zu normalem Mehl. Mandelmehl darf auf jeden Fall bei mir auch nicht fehlen. Wenn ich es nicht selber mache aus Mandeln, habe ich hier so eine Packung. Die Sachen sind übrigens größtenteils hier von Koro, die ich euch zeige. Nicht, weil ich für dieses Video irgendwie gesponsert werde, weil der größte Vorrat von meinen Sachen von Koro kommt. Und deswegen, ja, habe ich hier viele Koro-Sachen. Ihr bekommt übrigens auch einen Rabattcode. Den findet ihr in der Infobox, wenn ihr da auch mal was kaufen wollt. Und ja, ich habe hier auch schon noch eine weitere Mehlsorte in der Hand. Und zwar ist das Kokosmehl. Kokosmehl benutze ich nicht ganz so oft beim Backen, weil es mit der Konsistenz bei Kokosmehl immer ein bisschen schwierig ist. Kokosmehl saugt sehr viel Flüssigkeit auf und dann wird ein Kuchen schnell trocken. Deswegen kann man nicht, wie zum Beispiel bei Mandelmehl,
die normalen Mehlangaben 1:1 ersetzen, sondern muss das immer so ein bisschen mischen. Deswegen ist Kokos mir immer ein bisschen schwieriger einzubringen. Aber wenn man gerade irgendwie einen Kokoskuchen oder sowas backt, ist Kokosmehl natürlich super. Und hier, mein Vorrat neigt sich langsam dem Ende, mein Glas mit Haferflocken. Haferflocken sind bei mir essentiell, esse ich nicht nur jeden Morgen zum Frühstück, sondern kommt auch ja, fast in alle möglichen Kuchen bei mir rein, in den Boden oder was auch immer. Entweder, wenn man es ein bisschen crunchiger haben möchte, halt als ganze Flocke oder gemahlen als Hafermehl, wieder eine gute glutenfreie Alternative zu normalem Mehl. Dann mache ich mal weiter mit Süßungsmitteln, sage ich mal. Da ich eigentlich komplett auf normalen, weißen, raffinierten Zucker verzichte und generell damit nicht backe, habe ich hier alle möglichen Alternativen, die eigentlich viel, viel leckerer sind und ja einfach viel, viel besser auch für den Körper von Nährstoffen und ermöglichen. Ja. Ganz wichtig, Datteln. Aus Datteln kann man zum Beispiel super leckere Brownies machen. Die sind super süß, machen eine tolle Konsistenz und Datteln gehen bei mir weg wie nichts. Also so ein Sack hält bei mir echt nicht lange. Man kann natürlich auch alle möglichen anderen Trockenfrüchte verwenden, zum Beispiel Aprikosen sind auch immer super für Energy Balls oder ja, Raw Cakes. Kann man im Grunde genauso verarbeiten wie Datteln. Dann hier bei vielen wahrscheinlich bekannt, Ahornsirup ist super gut zum Süßen und kann man toll als Zuckerersatz verwenden. Genauso wie Reissirup oder Dattelsirup, halt Datteln als Sirup einfach. Oder man kann natürlich auch einfach frisches Obst nehmen. Zum Beispiel Bananen geben immer super viel Süße, dadurch, dass sie halt selber viel Fruchtzucker enthalten. Oder Apfelmus bzw. Apfelmark. Achtet immer darauf, dass ihr Apfelmark kauft, also reines Apfelmus ohne Zucker, weil wenn ihr normales Apfelmus kauft im Supermarkt, ist da meistens noch Zucker mit drin, was finde ich gar nicht nötig ist, weil Apfelmark von sich aus schon genug Süße hat. Nochmal zurück zu Zuckeralternativen. Da kann man natürlich auch gut den Zucker durch Kokosblütenzucker ersetzen. Der ist deutlich gesünder, ist natürlich auch ein bisschen teurer. Dann ganz wichtig, Kokosöl. Habe ich auch immer da. Geht bei mir auch ziemlich schnell weg, egal zum Kochen oder zum Backen. Kommt ja einfach oft oder fast in jeden Kuchen auch mit rein für die Festigkeit oder halt für ja, diese Saftigkeit einfach. Dann auch ganz wichtig Milch bzw. pflanzliche Milch. Ich nehme eigentlich am liebsten Mandelmilch oder eben Kokosmilch, wenn man es ein bisschen cremiger noch haben möchte oder zum Beispiel in Cheesecakes oder sowas kommt immer Kokosmilch rein. Deswegen ist es immer ganz praktisch, wenn man so eine Dose in seinem Schrank stehen hat. Und ja, ich glaube, das waren auch schon alle meine Sachen. Ich habe noch was vergessen, ganz wichtig. Kakao. Ich liebe alles Schokoladige. Ich liebe Schokoladenkuchen, Brownies, Schokoeis, was auch immer. Und deswegen darf neben Schokolade Kakao auch nicht fehlen. Und deswegen habe ich schon eine große Packung mit Kakao. So, und ich glaube, das waren jetzt alle Sachen, die ich euch zeigen wollte. Ich weiß, das sind sehr, sehr viele Sachen und ich weiß auch, dass nicht jeder so viel zu Hause hat. Aber wenn man ein paar Sachen davon vielleicht mal sich anschaut, dann kann dem gesunden bzw. auch veganen Backen eigentlich nichts im Wege stehen. Sowas wie Haferflocken oder Datteln oder Vollkornmehl kann man auf jeden Fall sich ganz gut mal anschaffen, denke ich, oder ein paar Nüsse. Und ja, so viel zu meinen Backvorräten. Wenn ihr gerne das gleiche auch mal mit meinen Kochvorräten haben wollt, dann schreibt mir das gerne in die Kommentare, was ich dafür immer so zu Hause da habe. Und ja, jetzt habe ich genug von den Zutaten geredet. Jetzt geht es für mich wieder ans Backen. Ich habe jetzt total Lust und ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen und ihr fandet das ganz interessant. Lasst mich gerne alles, was ihr darüber denkt, in den Kommentaren wissen oder was ihr so vielleicht noch für Zutaten zu Hause habt. Und ja, ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und bis dann.